Hallo hier zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, die letzte Folge ist eine Weile her. Ihr habt es ja alle mitbekommen und gesehen. Ich war jetzt einen Monat lang auf YouTube nicht ganz so aktiv. Ich hatte in der Uni eine Klausurenphase und die nächste steht auch schon bevor im September. Das heißt, ich werde jetzt wieder in der nächsten Zeit ein paar Videos raushauen und dann wird es nochmal zum September hin wieder ein bisschen ruhiger werden, denn da muss ich einfach ein bisschen Abstecher machen. Gleichzeitig viel Clash of Clans spielen und Videos hochladen. Das funktioniert doch nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ihr braucht keine Sorgen haben, es werden weiterhin Videos kommen und ich werde euch weiterhin Tutorials geben und ein paar Speedbuilds natürlich auch. Das nächste Speedbuild ist schon fertig. Ihr seht hier gerade schon, ich habe ein neues Dorf. Das Ganze rührt daher, dass jetzt genau vor einem Monat haben wir eine Pokaljagd begonnen, die genau gestern geendet hat. Wir schauen hier mal gerade in Clan, 36.000 Gesamtpunkte ganz oben. Wir hatten letztens noch so ungefähr 6.300 und haben damit die Top 65 geknackt. Wir waren auf Platz 64, soweit ich das gesehen hatte. Man sieht ja auch in unserer Beschreibung 16.6. bis 16.7. Jagd. Hier Platz 65 haben wir geschafft. Und ihr seht auch schon, wir haben hier einen Legendenspieler mit drin, der ist uns während der Jagd mit beigetreten, zusammen mit seinem zweiten Account. Und wir haben generell einige neue Mitspieler gekriegt. Letztens waren wir noch so um die 32, 33, 34. Jetzt sind wir 45 Mitglieder. Wobei sich doch herausstellt, ob alle auch wirklich für einen Clanwar geeignet sind. Aber ihr seht schon, eine ganze Menge in höheren Ligen. Sieht ganz anders aus als wie davor. Wir sind jetzt hier noch 25 Spieler in der Champions Liga oder höher. Haben auch 5 Spieler in der Titanliga oder höher. Und der Ben, der Ananas und ich, wir streben auf jeden Fall die Legend Liga an, noch bis zum Saisonende. Ich halte euch da auch auf jeden Fall auf dem Laufenden und gebe euch noch so kleine Updates zwischendurch, wie es da vorangeht. Ja, ich möchte diese Folge auf jeden Fall auf der einen Seite den Informationen widmen, auf der anderen Seite möchte ich euch gerne zeigen, was hier die neue Superstrategie ist, nämlich für die Rathaus 11er, die ihr generell Rathaus 10 hat super gut clean können. Ihr seht schon hier alles Devs, wo ich zu 100% geplättet wurde. Greifen die Legend-Spieler besonders gerne mit den neuen Minern an. Eine wirklich krasse Strategie. Ich würde die mal auch so bezeichnen, als dass man dort sein Gehirn ausschalten kann, die einfach setzen kann, seine Zauber setzen kann und dann die ganze Base so überwalzt. Schaut es euch mal an hier. Wir lassen das Ganze mal in doppelter Geschwindigkeit ablaufen. Es ist schon Wahnsinn. Also, wie die Miner da einfach jetzt, da kommen sie angelaufen. Und die verstecken sich ja immer wieder unter der Erde, können da nicht attackiert werden und ja, dann können die aber trotzdem geheilt werden. Also die Heilzauber heilen die, auch wenn die unter der Erde sind. Eine sehr starke Strategie dadurch. Mal gucken, ob die Miner noch ein bisschen genervt werden, dass die wieder ein bisschen schwächer werden. Ansonsten kann man mit dieser Strategie ziemlich gut auch 3 Sterne holen. Das Ganze gilt natürlich auch für die Rathaus 10er, die Rathaus 9er angreifen. Und ansonsten natürlich auch die Bowler momentan. Also die Bowler sind eine Strategie, die auf jeden Fall sehr gut zu 3 Sternen führt, mit dem Boulder Walk. Ihr habt es garantiert auch schon auf anderen Channels gesehen. Ich werde hier auf meinem Channel auf jeden Fall noch ein Video dazu zeigen. Und natürlich dann auch die Tutorials, sobald diese Strategie wirklich ausgereift ist. Naja, und ihr seht schon, meine Base ist normalerweise so, dass man Anti-3-Sterne, also dass man keine 3 Sterne holt, sondern nur 2 Sterne schafft, weil das Rathaus so abseits in der Mitte ist. Naja, wenn so ein Rathaus 11er einen angreift, dann ist es normal, dass der 1 zu 3 Sternen plättet. Das ist so ähnlich wie wenn man als Rathaus 10er, Rathaus 9er angreift. Da sind auch 3 Sterne Pflicht. So, das bieten wir jetzt nochmal ab. Die Miner, die sind einfach so viele. Miner sind nur noch übrig, man hat es gerade gesehen. Da hat man keine Chance als Rathaus 10er. Von einem Rathaus 11er wird man einfach durchweg geplättet. Dennoch möchte ich euch auch eine schöne Angriffsstrategie zeigen, wie man als Rathaus 10 vorgehen kann. Diese Wiederholung hier leider 98%, ganz knapp, da hat die Zeit nicht gereicht, weil ich ein bisschen Mist gebaut habe. Aber ansonsten funktioniert es bei solchen Boxbasen sehr, sehr gut. Trotz der Maxed-Out-Mauern und der Maxed-Out-Death, die der Rathaus-Szene hat, kann man bei solchen Basen super gut hier oben 3 Sterne holen. Und ja, das Ganze geht hier mit einem Queen Walk los. Generell an alle Angreifer in meinem Clan und auch die anderen, die hier was daraus lernen wollen. Der Queen Walk, der ist generell dafür da, um einen Tunnel zu bauen und um die Clanburg-Truppen zu locken. Und ansonsten braucht man den nicht verwenden, wenn man das nicht als Ziel hat. Ich habe einige gesehen bei uns im Clan, wo die momentan so, den Queen Walk nicht ganz richtig verwenden. Und jetzt sieht man ja schon, ich sehe, die Clanburg wird gelockt, wird von der Queen jetzt gerade geplättet. Parallel starte ich dann hier schon die andere
Seite, dass ich da den Gang komplett kriege. Wichtig ist mir da, dass da dieses Elixierlager platt geht und schubst das kaputt und setzt alle anderen Valkyren, die ich habe, schon da oben. Die brechen sich automatisch durch die Mauer, da brauche ich gar keine Mauerbrecher mehr. Und ja, damit hat man den Gang gebastelt und so gehen alle Valkyren, wie man hier schön sieht, zielgerichtet Richtung Mitte. Ich froste den hinteren Inferno und ja, da wird der gesamte Chor zerstört, der gesamte Innenraum und damit hat man die Hauptdef ausgeschaltet. Und wenn man dann noch ein bisschen Glück mit der Zeit hat und seine Clean-Truppen, die habe ich leider ein bisschen fail gesetzt, wenn man die noch richtig setzt, dann kommt es auch zu 3 Sternen. Jetzt können wir das Ganze hier auch mal in vierfacher Geschwindigkeit, die Wallis Clean noch ein bisschen was. Die Queen mit den Heilern dahinter macht den Rest. Naja, und was generell perfekt ist, ist, wenn die Heiler, wenn die Queen und die Heiler und die Wallis so laufen, dass die Heiler auf die Valkyren umswitchen. Weil wenn die Heiler die Valkyren heilen, dann ist das Dorf auch super gut in der Zeit, die man, also in diesen 3 Minuten, die man Angriff hat, ist das Dorf dann auch platt. Ja, zu den vielen Neuen bei uns im Clan möchte ich mal ganz kurz noch eine kleine Info geben. Und zwar läuft es bei uns so, dass wir ja erst in Freundschaftsspielen muss man beweisen, dass man auch wirklich fähig ist, im Clan War Angriffe zu machen. Und ansonsten nehmen wir halt immer maximal 2 Neue mit in Clan War, damit das nicht schief geht, wenn welche rausgehen, sodass wir auch unsere Siegesserie probieren zu halten. Das zeige ich euch gleich noch. Hier, das können wir mal ganz schnell hier zu Ende gehen. Ihr habt es ja vorhin gesehen, 98%. Hat leider nicht ganz funktioniert. Dennoch sehr starke Attacke. Und ja, momentan laufen die Clan Wars wirklich spitzenmäßig bei uns. Schauen wir mal ganz kurz bei uns noch hier in Clan rein. Wir haben, wie ihr seht, haben wir eine Siegesserie von 27 Siegen hintereinander und haben gerade erst mit dem letzten Clan Wars unseren 200. Sieg geschafft. Glückwunsch dazu an das gesamte Team. Bei uns wirklich einwandfrei. Man kann sich auf jeden einzelnen Spieler verlassen. Das ist genau das, was man braucht für so einen Clan-Krieg. Also perfekt. Und ja, ihr seht ja schon 200 Siege, 43 Niederlagen. Unser Kriegslog sieht momentan ganz übersichtlich aus. Also wir haben so vereinzelt noch hier United Kingdom 7 immer noch, The Godfellas, BFC Elite. Das waren so die einzigen Clans, gegen die wir verloren haben. Momentan sind wir jetzt gerade in einem Clan drin, der sehr, sehr schwierig ist. Das Ranking, das Matchmaking war hart. Wir sind hier gegen einen Clan gekommen, die ganz viele Rathaus 9.5er Basen haben. Das heißt, die haben Rathaus 10. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, das Dorf, dann sehe ich dort auch, dass die keine Infernos gebaut haben. Das heißt, es sind in Anführungsstrichen noch Rathaus 9er. Die haben auch den dritten X-Bow noch nicht, aber sehr, sehr starke Helden. Und dadurch sind die eben sehr, sehr stark in der Offensive. Und das haben sie auch schon bewiesen. Momentan steht es 29-23 und ja, mal gucken. Hier war ein Fail auf Promi. Mal sehen, wie dieser Clan War ausgeht. Es könnte eine Niederlage sein. Mal eine wieder seit langem. Ist auch ganz normal. Aber ansonsten, wenn das Matchmaking hinhaut, dann wollen wir mal schauen, wie die neuen Spieler passen. Und ich freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Natürlich, als wichtige Info, in der nächsten Folge wird auch das 300-Abo-Special ausgelost. Ja, das ist nicht vergessen, sondern das ist jetzt ein Monat, dass sich genug Leute melden konnten. Und in der nächsten Folge machen wir dann die Auslosung und das 1700 Gems Giveaway findet dann ebenfalls statt. Ich wünsche nochmal allen viel Glück im Voraus. Ja, und bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Clash of Clans beim Dancer hier. Bleibt aktiv dabei, bleibt online und bis zum nächsten Mal. Ciao!